Hallo und herzlich willkommen zu Megafon 95, Folge 46 der Fortuna Düsseldorf Fan Fußball Talk. Wir sagen mal so schön, spread the word, wenn wir euch gefallen, teilt uns, liked uns, empfiehlt uns weiter, bewertet uns, egal wo, egal was, egal wie. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter, Instagram, überall, iTunes, Stitcher, überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich auch über YouTube, über Kommentare freuen wir uns gerne. Und natürlich sage ich euch auch nochmal, nachdem ich die ganze Shenanigans jetzt rausgehauen habe, worüber wir sprechen heute in Folge 46. Das wird sein, das Spiel gegen die TSG aus Hoffenheim und natürlich über das letzte Spiel gegen den VfB Stuttgart. So, natürlich mache ich das nicht alleine, denn ich alleine ist langweilig, ich bin alleine der Wampendribbler. Und neben mir sitzt der Schirensky 8, der Micha. Hallo Micha. Guten Abend. Wir haben natürlich für euch ein paar Themen vorbereitet, über die wir heute sprechen werden. Außerdem noch so ein bisschen die News, was so zwischen den Spielen passiert ist. So, Micha. Du wolltest diese Folge so mit so ein bisschen Community-Feedback anfangen. Ich wollte mich bei Zoom Politikon bedanken, dass er, weil wir in der letzten Folge darauf hingewiesen haben, dass wir gerne mehr Feedback hätten und das auch einbinden würden. Und darauf hat er halt einen lieben Kommentar geschrieben, dass er uns ganz super findet und in Zukunft versucht auch mehr zu kommentieren. Und meiner Meinung nach ist Zoom Politikon und Devin Kasper zwei unserer Hörer, wo wir den Namen wissen. So. Und Props to you guys. Ja, Respekt an euch beide. Respekt. Nein. Wenn ihr auch Feedback und Zeug abgeben wollt, auch gerne in unserer Facebook-Gruppe Megafon 95 auf unserer Facebook-Seite Megafon 95. Haut da gerne jeden Scheiß rein, den ihr wollt. Wir sind nicht viele, aber wir haben einfach Bock zu quatschen ein bisschen. Und bevor wir jetzt weiter uns selbst promoten, das haben wir nämlich gerade am Anfang der Folge schon gemacht, sprechen wir mal über den Kreuzbandriss von Diego Contento. Der kam so ein bisschen unerwartet, obwohl Gieselmann in der Form eigentlich eh den Stammplatz hat. Ich denke mal, jede Verletzung kommt eigentlich unerwartet. Und ja, es ist halt schade, weil man Lukoki, glaube ich, eine Woche vorher verkauft hat. Ja, ich habe halt noch in der Vorbereitungsfolge gesagt, die Linksverteidigerposition ist die Position, wo ich mir am wenigsten Sorgen mache, weil wir halt Gieselmann, Contento und Lukoki haben. Und ja, jetzt sind zwei davon weg. So. Und deswegen könnte es jetzt doch eng werden auf der Linksverteidigerposition. Wir haben immer noch Georgios Seiders und ich glaube genügend Leute, die da auch noch notfalls ausweichen können. Ja, wenn Not am Mann ist, könnte man, glaube ich, auch weil wenn man mit Lukoki, Zimmermann oder Zimmer auf links packen. Weil wenn man mit Lukoki als Backup geplant hätte, dann hätte man ihn nicht gehen lassen. Aber das haben wir auch schon ausreichend besprochen. Fink und Barkok steigen wieder langsam ins Training ein. Die haben jetzt wieder angefangen, so ein bisschen was zu trainieren. Das klingt immer so dämlich. Ich habe jetzt letztens so von Manchester City die Doku geguckt auf Amazon. Und da gibt es auch diesen Spieler, der dann sich langsam, wieder im Fitnesscenter und dann mehr oder weniger ranarbeitet an die Teamfitness. Micha, stellst du das als langwierigen Prozess ein oder denkst du, die können jetzt demnächst wieder eingreifen, weil jetzt kommt ja auch die englische Woche auf uns zu? Ja, ich denke mal, bei Fink wird es noch ein bisschen länger dauern. Einfach nur, weil ältere Körper sich halt langsamer regenerieren. Bei Barkok glaube ich, dass er demnächst dann halt auch wieder wenigstens mal auf der Bank sitzen wird oder überhaupt mal wieder auf der Bank sitzen wird. Drücken wir auf jeden Fall beiden die Daumen. Jetzt hast du noch ein Skript geschrieben, kalte Pyrotechnik. Es wird demnächst, ich weiß jetzt nicht mehr das genaue Datum, so ein Mitgliedertreffen geben, wo so ein Forum, wo sich die ganzen Fortuna-Fans und so unterhalten können. Und da gab es halt auch einen Punkt, wo man, beziehungsweise es gibt auch einen Punkt namens kalte Pyrotechnik, worüber die Leute diskutieren wollen, weil Fans von FC Brøndby heißen die, glaube ich, da gibt es welche, die haben halt Pyrotechnik erfunden, die nicht heiß wird. Und das wollte ich halt nur mal erwähnen. So, wer sich dafür interessiert, kann da gerne mal nach kalter Pyrotechnik googeln. Und ich glaube, da findet ihr sehr viele Sachen. Und ich fand es halt interessant, wenn man Bengalos entwickeln kann, die halt nicht heiß werden, dann steht da eigentlich auch nichts im Wege, das zu legalisieren, zumindest diese kalte Pyrotechnik im Stadion. Was sonst noch passiert ist, war halt eher nicht so lustig. Die 20.000 Euro Geldstrafe wegen Pyrotechnik und Fanausschreitungen und anderem Gedöns, die der DFB uns oder die DFL uns auferlegt haben. Das gehört halt dazu. Und ich habe halt teilweise das Gefühl, dass, ich meine, natürlich regen sich dann die Leute auf, die denken, ja, immer diese Fans, die dann randalieren, die kosten dem Verein Geld. So, natürlich ist es doof, aber ich habe halt das Gefühl, dass es teilweise auch viel von normalen Fans oder von diesen
Sitzplatzleuten halt genutzt wird, um dann sich wieder darüber aufzuregen, über die Ultras, die alle so böse sind und alle so schlimm sind. Ich glaube, da muss auf jeden Fall muss differenziert werden zwischen Ultras, Hooligans und was weiß ich, was es alles gibt. Ja, aber zum Beispiel die Pyro zünden, das sind ja meistens die Ultras, obwohl sie ja eigentlich meiner Meinung nach, das ist eigentlich das einzig Negative, was die Ultras haben, dass die halt ab und zu mal eine Geldstrafe verursachen durch Pyrotechnik. Und aber ich finde, da wird viel zu groß ein Thema draus gemacht. Ja, vielleicht kommt ja demnächst dann die kalte Pyrotechnik und dann hat sich das alles erledigt. Da hast du natürlich recht. Ja, dann gehen wir direkt mal ins Spiel gegen Hoffenheim. Fortuna startete mit einem 5-3-2. Die Formation war ähnlich wie gegen Leipzig. Borzek kam für Hoffmann rein, der fehlte wegen der Gehirnerschütterung und laboriert da leider immer noch so ein bisschen dran. Micha Pomut war nicht in der Startaufstellung, der wurde aber später allerdings eingewechselt. Wie siehst du ihn bis jetzt in der Saison? Er ist jetzt durch die Verpflichtung von Marcin Kaminski so ein bisschen, ja, das fünfte Rad am Wagen. Ja, ich sag mal so, da man Marcin Kaminski geholt hat, sagt das ja eigentlich schon genug aus über das Standing von Baumut in der Mannschaft oder das Vertrauen, was er von Friedhelm Funkel erhält. Und und wenn dann halt mal ein Spieler verletzt ist und wo ich mir dachte, so, okay, dann kann Baumut mal spielen und dann kriegt halt Bocek den Vorzug, der halt, glaube ich, auch noch nicht bei 100% Fitness war, weil der halt auch vorher noch den Rippenbruch hatte. Ja, ich habe halt Angst, dass es mit Baumut so ein Ding wird wie mit Lukoki, dass dann irgendwann der Spieler auch denkt, so, ja, nee, ich suche mir halt einen neuen Verein und dann ist mir egal, ob ihr mir einen neuen Vertrag anbietet oder so, aber wozu soll ich einen neuen Vertrag unterschreiben, wenn ich eh nicht spiele? Und dann denkt man sich, ja, dann gehe ich lieber zu einem durchschnittlichen Zweitligisten. Ich habe halt Angst, dass es mit Baumut genauso wird, dass er dann am Ende der Saison denkt, ich habe jetzt zwei Spiele gemacht oder ich habe jetzt ein paar Spiele gemacht, wo ich in der 80. Minute reingekommen bin und dann denkt so, ja, eigentlich will ich halt eigentlich Stammspieler sein. Jetzt hat natürlich Adam Bocek die letzten beiden Spiele seine Einsätze so ein bisschen gerechtfertigt mit einer sehr guten Leistung in beiden Spielen, die natürlich dann auch Friedhelm Funkel recht gibt, der von allen ziemlich sympathisch befunden wird, wie er das Ganze so ein bisschen moderiert mit dem Kader. Gucken wir mal, wie das Ganze wirkt in den englischen Wochen und wenn die Belastung zum Ende der Saison hingeht. Denn wir haben da auch einige Spiele im Kader, die leider ziemlich verletzungsanfällig scheinen zumindest. So, während der Kader nochmal im Hintergrund auftritt, ich weiß nicht, ob ihr den überhaupt hört, kommen wir zur Taktik. Im Gegensatz zum Leipzig-Spiel blieb das Mittelfeld, was wir hatten, mit Sobotka unter anderem und Morales, halt ziemlich zentral. Es gab wenig eine Verlagerung auf die Außen, was daran lag, dass Hoffenheim selbst viele Spieler im Zentrum hatte und man dort die Überzahl brauchte. In diesem Spiel ging halt wirklich wenig über die Flügel. Deswegen war dieses 5-3-2, was Friedhelm Funkel wählte, da natürlich auch die richtige Entscheidung. Micha, grundsätzlich, wie bewertest du das Spiel? Kurioserweise war es halt das Spiel, wo man am wenigsten Punkte verdient gehabt hätte, weil meiner Meinung nach war die Leistung gegen andere Mannschaften besser, beziehungsweise hat halt Fortuna besser gespielt oder der Gegner war halt schlechter und in dem Fall war es halt wirklich so, Hoffenheim hat es halt verkackt und in den ersten 30 Minuten hätte Hoffenheim locker 2-0 führen können und dann wäre das Spiel halt gelaufen und so trifft halt Kamaric das Tor aus 2 Metern nicht. Und dann denkt sich Fortuna, ja okay, wenn ihr das Tor nicht macht, dann fangen wir halt an Fußball zu spielen. Dementsprechend nach den ersten 30 Minuten, die halt Fortuna komplett unterlegen war, hat dann Fortuna aufgedreht und dann mit der ersten guten Aktion das 1-0 gemacht. Ja, und dann hat halt, ja wie gesagt, eigentlich hätte man zur Halbzeit 2-0 hinten liegen müssen, aber dann macht es halt Morales den Kopfball nach einer Zimmerflanke und dann steht es auf einmal glücklich 1-0 für Fortuna in der Halbzeit und danach konnte sich halt Fortuna aufs Verteidigen konzentrieren. Ja, das war halt vom Spielverlauf her das Spiel, wo man am wenigsten hätte Punkte verdient gehabt. Ja, da würde ich nicht ganz so mitgehen. Ich denke, es ist ein hart erarbeiteter Sieg. Am Ende war ein bisschen Glück dabei, aber... Ja, das ist ja genau das, was ich meine. In den anderen Spielen hatte man halt Pech, dass man eigentlich auf Augenhöhe war und hier war man halt die ersten 30 Minuten komplett unterlegen, hat dann Glück und macht dann halt mit der ersten guten Aktion, sage ich mal, das Tor und danach in der zweiten Halbzeit war es halt ein Spiel auf Augenhöhe. Das hat auch Didi Lokebakio, der das eigentliche 2-1 kurz vorher echt vergibt, der den Ball irgendwie noch schafft, ihn nicht zu klatschen. Das war auch ein bisschen schwierig, aber wie gesagt, das Spiel war spannend.
Fortuna konnte mit einem Champions-Ligisten mitspielen. Technisch war das Ganze nicht so toll. Man hat oft die Bälle verstolpert oder man hat zu lange gebraucht, die Ball anzunehmen oder die Pässe waren zu unsauber. Das kommt in dem Stuttgart-Spiel später nochmal. Jetzt nochmal kurz die Tore. Ist halt das 1-0. 45 Minuten, Zimmer läuft mit dem Flügel, Flanke von Morales. Der zieht in die Mitte und trifft den Ball platziert mit dem Kopf zum 1-0. Und dann natürlich nochmal der Strafstoß. Vogt fault Kangermann. Meiner Meinung nach wäre das eigentlich ein Rot gewesen. Aber ist okay, beziehungsweise Gelb-Rot. Aber Luki Bacchio haut den Ball dann irgendwie richtig krass in die Maschen. Und dann war die Geschichte auch vorbei. Hast du dir eigentlich Sorgen gemacht? Oder was hast du gedacht, als Luki Bacchio sich den Ball zum Elfmeter genommen hat? Ich habe mir gedacht, er hat Eier, aber ich habe auch so ein bisschen Panik gehabt, weil der wirkte das ganze Spiel eigentlich so ein bisschen verloren und wusste nicht, wo er richtig hin sollte. Stand zwar mal richtig, aber eigentlich wirkte der immer so, jetzt geht er da hin zu dem Zweikampf, wo eigentlich ein Fortuna-Spieler steht oder steht im leeren Raum, wo der Pass nie hinkommen wird, zumindest nicht bei Fortuna. Da merkt man vielleicht nochmal ein bisschen die Sprachprobleme an, vielleicht aber auch ein bisschen, dass er noch nicht so lange bei der Mannschaft ist. Keine Ahnung, er wirkte auch verloren, dann schnappte er sich den Ball und als er dann den Ball in die Maschen kloppte, ich konnte da nur jubeln. Ja, ich fand's auch, als er den Ball genommen hat, dachte ich mir so, okay, der Junge hat Eier. Also wenn der Torwart in der richtigen Ecke ist und den Ball trotzdem nicht hält, dann ist es ein gut geschossener Elfmeter. Ja, ist halt, Luke Bacchio ist halt manchmal so ein bisschen wie John Zimmer, dass er geht dann halt in zwei Leute rein. Und von 10 Versuchen klappt es vielleicht 3-mal, aber wenn es klappt, dann ist es natürlich super. Und ja, das mag ich bei beiden. Das bringt eigentlich zur Frage, was man besser machen könnte. Man hat es zum Teil gegen Stuttgart besser gemacht, da kommen wir gleich schon noch zu. Man hatte mehr Überzahl Mittelfeld, die man irgendwie nicht genutzt hat. So, das wäre so ein bisschen das gewesen, was man oft hatte gegen Hoffenheim. Dass man, wenn man Überzahl im Mittelfeld hatte, hat man sie nicht genutzt. Was halt oft passierte, weil Stuttgart irgendwann umgestellt. Wir haben irgendwann mit zwei Stürmern gespielt und haben eher einen 4-1, irgendwas mit zwei Stürmern, also irgendwas sehr Konstruiertes gespielt. Und dann hatte die Fortuna in der zweiten Halbzeit oftmals die Überzahl im Mittelfeld nach dem Umschaltspiel. Und das hat man einfach nicht genutzt. Das hat man gegen Stuttgart auf jeden Fall besser gemacht. Und dann würde ich einfach mal behaupten, dass wir schon so ein bisschen zu diesem Prelude kommen. Kurz noch, Micha, wer war eigentlich so denn Fortuna des Spiels? Also ich habe nicht wirklich einen Fortuna des Spiels. Es war einfach eine gute, geschlossene Mannschaftsleistung, meiner Meinung nach. Und deswegen, mir ist jetzt keiner aufgefallen, wo ich mir denke, den muss ich jetzt hervorheben, sondern waren alle ganz gut. Ich würde so gerne noch so ein bisschen John Zimmer hervorheben. Der ist die ersten Spiele so ein Laufwunder, das hätte ich nie gedacht, dass er diese Qualität hat, weil der legt nochmal so eine richtige Schippe, aber merkbar obendrauf, das was es sonst gibt. Klar, die zwei Fehlpässe gegen Stuttgart, die waren dann jetzt natürlich nicht so der Hammer, aber das ist halt so ein bisschen das Tempo, was uns aktuell noch fehlt, was eher mental und nicht körperlich ist, weil körperlich, von der Fitness her, von der Robustheit, können die auf jeden Fall Bundesliga mitgehen. Was halt so ein bisschen fehlt, ist diese mentale Quickness im Kopf. So, der Körper ist schneller momentan noch als das Gehirn in gewissen Situationen. Und da brauchen die einfach Spielpraxis für, um sich an diese Geschwindigkeit Bundesliga einfach zu gewöhnen. Was haben wir noch gehabt? Win der Woche nach dem, also zwischen Win der Woche eigentlich so, war so ein bisschen auch Zimmermann, der hat so ein Interview gegeben, in dem er halt auch erzählt, wie er Diego Contento versucht, zu helfen über dessen schwere Verletzungen, die er dem Krankenhaus besucht und für den halt auch das eine oder andere dann nebenbei so erledigt. Findest du auch, dass Fortuna dieses Jahr ein echt krasses Team zu sein scheint? Ja, das war ja letzte Saison auch schon so. Und ich habe halt das Gefühl, dass es stimmt auf jeden Fall in der Mannschaft. Die sind alle gut drauf und haben alle Bock. Aber ist ja verständlich, dass wenn es läuft, dass dann die Laune gut ist oder und die Stimmung gut ist im Verein. Die Frage ist halt, was passiert, was auf jeden Fall passieren wird, wenn Fortuna 3-4 Spiele am Stück halt verliert. Und ob dann die Laune immer noch so ist oder ob dann die Spieler, die dann auf der Bank sitzen, sich denken, ja, die anderen gewinnen nicht, warum spiele ich dann nicht? Oder warum gibt Friedhelm Funkel der Mannschaft
der Stammmannschaft zum dritten Mal jetzt die Möglichkeit, obwohl die verlieren und ich sitze schon wieder nur auf der Bank. Ja, aber das dann wird es sich zeigen, wenn da ein bisschen Unruhe kommt und ein paar Spiele hintereinander verloren werden, ob dann wirklich die Stimmung gut ist oder ob das jetzt nur auf einem High-Level eine gute Stimmung ist. Ja, aber das wird die Zeit zeigen. Im Moment haben Moral und Morales Nagelsmann geschlagen. Und dann muss man einfach weiter gucken. Kommen wir zum Spiel gegen den VfB aus Stuttgart. Oder wie gerne meine Lieblingszeitung tituliert hat, Düsseldorf Star liebt Tochter von VfB-Boss. Und man sagt halt, dass es Familienkrach geben könnte. Rede ist von Kevin Stöger, der mit der Tochter von vom VfB Stuttgart-Boss in einer Beziehung ist. Wie auch immer der dazu kommt. Also ja, ich würde ja sagen, Fortuna bedient sich ja momentan eh viel beim VfB Stuttgart. Dann passt das ja eigentlich auch. Ich wollte jetzt das Familienduell Stöger versus VfL-Boss nicht so in den Fokus ziehen eigentlich. Ich mache mich da gerade so ein bisschen drüber lustig tatsächlich. So, jetzt sind wir auch endlich beim Spiel gegen den VfB aus Stuttgart. Taktik war ein 5-2-3 oder wenn er eher defensiv war, es 5-3-2, weil sich Boczek wie so eine Art Libero nach hinten hat fallen lassen. Ja, was ich bei der Aufstellung lustig fand, war, dass eigentlich Boczek als defensiver Mittelfeldspieler gelistet wurde, aber in der Realtaktik war Boczek als dritter Innenverteidiger. Und das war halt das, was Boczek noch unter Norbert Meyer gespielt hat, dass er sich in der Vorwärtsbewegung nach hinten fallen lassen. Dadurch wurde es eine Dreierkette und die Flügel oder die Außenverteidiger dann als rechter und linke Mittelfeldspieler gespielt haben. Ja, das war im Prinzip dieses, wie man unter Norbert Meyer noch gespielt hat. Ich finde lustig, dass das irgendwie, ich weiß nicht, ob das an Boczek liegt, aber irgendwie spielt er immer diese taktische Rolle und darin gefällt er mir eigentlich ganz gut. Ich dachte mal, früher der wäre zu faul, um nach vorne zu laufen, aber das ist tatsächlich so irgendwas, was er irgendwann eingeimpft bekommen hat, sich halt fallen zu lassen, aus dem defensiven Mittelfeld raus, um halt eine Überzahl auf einem Flügel schaffen zu können. Es war halt, wie gesagt, 5-2-3 oder halt ein 3-4-3, je nachdem, wie man sich das gerade zurückbog. In der Startelf hat Rahman Hennings ersetzt. Und ja, warum man diese Aufstellung gewählt hat, ist eigentlich ganz klar. Man hat versucht, ein Mittel zu finden gegen Stuttgarts starke Flügelspieler. Das ist auch soweit ganz gut gelungen eigentlich, oder Micha? Ja, ich war halt überrascht, dass Stuttgart sehr schwach war eigentlich. Das war von Fortuna-Seite her eigentlich meiner Meinung nach das beste Spiel, was Fortuna geliefert hat diese Saison, was halt Fußball angeht. Und weil Fortuna da teilweise richtig gut kombiniert hat, sich aus der Abwehr raus kombiniert hat, bis zum 16er von Stuttgart und dann kam der letzte Pass kam halt nie an. Oder wenn der letzte Pass ankam, dann war halt der Zieler da und hat halt überragend gehalten. Ja, und ich habe mich richtig geärgert, dass der Zieler einfach so gut war, weil der Zieler hat halt Stuttgart den Punkt gerettet, weil sonst hätte Stuttgart nicht so einen Zieler mit so einem guten Tag erwischt, dann hätte Fortuna locker ein, zwei Tore geschossen. Es gibt auf YouTube ein Highlight-Video mit diesen 7 entscheidenden Paraden von RR Zieler, der wirklich 7-mal echt Dinger hält, wo du sagst, pff. Also ich habe das Ganze über den Eurosport-Player geguckt. Und der Matthias Sommer sagte so, eigentlich, ne, von diesen 7 Dingern, 2 sind selbst an einem guten Tag normalerweise drin und der hat echt einen Weltklasse-Tag gehabt. Und da bestätigt, ja, das ist unser Fortuna-Fluch. Wir haben da schon mal drüber gesprochen, als wir gegen Leipzig gespielt haben. Und der Gulaschi in dem Spiel davor, beziehungsweise im Spiel danach, dann hat so ein Hosenträger-Ding drin hatte. Und bei uns gegen uns aber wieder eine Weltklasse-Leistung gezeigt hat. Und jetzt auch Herr Zieler, der gegen Freiburg sich halt so Dinge, die du eigentlich halten musst, also Bundesliga-Keeper reinschenken lässt. Und jetzt gegen uns packt er Leistungen aus, wie damals, als er noch für die Nationalmannschaft gespielt hat. Ja, auf jeden Fall die überragendste Parade von Zieler war das Ding, wo Eihan, also ich weiß gar nicht, war es eine Ecke, wo Duxch den Ball schön auf Eihan legt, der steht 3 Meter vorm Tor, nimmt den Ball Volley aus der Luft, wo du denkst, Eihan macht alles richtig. Der Zieler rutscht so auf Knien von der einen Ecke in die andere, wie in Superkickers und pariert den noch. Ich dachte, Zieler reißt halt die Arme hoch und pariert diesen Vollspannschuss aus 3 Metern Entfernung und ich denke mir so, Junge, warum musst du den so gegen Düsseldorf halten? So, warum kannst du das nicht eine Woche später machen? Das war, wie du schon sagtest, bei Gulaschi auch, wo der Duxch den Ball aus 15 Metern in den Winkel schlänzt und Gulaschi mit den Fingerspitzen noch dran kommt. Ja, nicht und den mal Ball ganz so das, was von den Handschuhen übersteht. Ja, und den Ball dann noch an die Latte lenkt. Das sind so, ja,
ist ärgerlich, aber das gehört halt dazu, dass die Torhüter in der Bundesliga halt noch ein Stück stärker sind als die Torhüter in der zweiten Liga. Anscheinend nur gegen uns, aber die erste Hälfte war sehr kämpferisch, aber neutral. Beide Mannschaften hatten so ein, zwei Chancen, da war jetzt nicht wirklich was bei. Die zweite Hälfte wurde dann anders. Stuttgart versuchte halt immer über die Außen irgendwie Gomez zu suchen. Und wir haben die Außen so zugestellt, die meiste Zeit, dass sie nicht reinziehen konnten. Und dann kurze Pässe oder halbhohe, hohe Bälle auf Gomez spielen mussten. Die mussten immer diese klassische Flanke von der Grundlinie auf Gomez schlagen. Oder der Spieler stand mit dem Rücken zur Grundlinie, passte auf den Außenverteidiger. Und der hob den Ball dann hoch, irgendwie auf Gomez. González hat auch ein, zwei Mal kläglich geköpft, aber traurig, wenn so ein 70-Mann dann wie so ein paar Kopfballtore macht. Ja, ich fand halt bei dem Spiel schade, Fortuna hatte richtig gute Chancen, also nicht nur die, die Zieler dann gehalten hat, aber man hat gute Konter gehabt und dann hat Fortuna die Konter zu hektisch ausgespielt. Bestes Beispiel war dann als Zimmermann. Nee, ich meine Duksch und Rahman. Oh. Also Duksch hat den Ball, 2-gegen-1 Situation, Duksch und Rahman gegen einen Stuttgarter. Und die laufen dann und dann muss Duksch den Ball eigentlich nur quer, also rüberlegen auf Rahman. Und dann kommt der Pass halt 2-3 Meter zu weit und dann ist der Winkel zu spitz und dann ist die ganze Situation im Arsch. Das Gleiche gab es auch mit Zimmermann. Wie gesagt, Fortuna war sehr geil in der zweiten Halbzeit, das Tor gefehlt. Man war vom Kopf her nicht schnell genug. Man hat vom Kopf her nicht schnell genug geschaltet und hat dann halt auch so ein bisschen, weil man vom Kopf her nicht schnell genug war, so ein bisschen die Technik, die Technik hat so dann ein bisschen gefehlt, weil du siehst plötzlich, oh, ich muss spielen, aber in dem Moment, in dem du denkst, dass du spielst und dann trittst, ist die Situation eigentlich dann schon eine andere und dann verkackst du halt, ist so ein bisschen, ich will nicht sagen Druck, aber das ist ein Tempo Bundesliga, wo man sich halt dran gewöhnen muss. Ja, ich denke, die Spieler sind noch nicht so dran gewöhnt, so schnell reagieren zu müssen. Ich glaube, da liegt es auch ein bisschen daran, dass die Spieler wissen, dass eigentlich jede gute Aktion muss ja eigentlich ein Tor werden, um in der Liga bestehen zu können. So ist das und theoretisch. Und wenn dann Duksch und Rahman auf einen Verteidiger drauf zulaufen, dann denkt sich der Duksch, boah, dieser Pass muss jetzt passen, weil wir kriegen nicht viele Chancen. Und in dem Moment, wo er denkt, oh, der Pass muss jetzt gut werden, spielt er keinen guten Pass, weil der denkt, der Pass muss jetzt ankommen. Und das ist dann so diese Kopfsache. Also Fortuna hatte in dem Spiel 19 Schüsse aufs Tor. Stuttgart, glaube ich, 4. Davon hat 2 Gomez aufs Tor gebracht. Die waren harmlos. Stuttgart war auch nicht gut. Stuttgart war bis jetzt der schwächste Gegner. Und Fortuna hatte von der Spielweise das beste Spiel gemacht. Ja, Stuttgart hat halt ein Schema. Und das Schema war halt einfach lang nach vorne und dann mal gucken, also nicht lang nach vorne, aber einfach mal lang auf Gomez und dann wird er schon gucken, ob es jetzt eine hohe Flanke war oder ob die den versucht haben, aus dem Halbfeld mit langen Pässen zu bedienen. Aber das Schema war immer auf Gomez und Gomez wird schon das Tor machen. Lustig zu machen, Gomez ist, dass der gegen jeden Bundesligisten aktuell in der Liga getroffen hat, außer gegen Fortuna Düsseldorf. Ja, aber er hatte ja auch, ich glaube, das war auch sein allererstes Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. Deswegen. Das ist sein zweites. Ja. Deswegen ist ja klar, dass es dann schwer wird zu treffen, wenn man nur zweimal gegeneinander gespielt hat. Es sind wirklich 2 verlorene Punkte und man hätte eigentlich vom Spielverlauf her einen 2-0 verdient gehabt. Wir brauchen, glaube ich, gar nicht ansprechen, was man besser machen könnte in diesem Spiel. Chancen nutzen. Ja, die Chancenverwertung und auch die Konterchancen, die man hat, einfach besser ausspielen. Das war auch man schon. Man sagt doch nicht mehr Konter, Micha. Ja, yeah. Oldschool, du bist genauso oldschool wie Friedhelm Funkel. Ja, halt so diese, wenn man hat gute Ansätze, man startet einen Konter und dann wird man zu hektisch und spielt den Konter nicht gut genug aus. Das war auch schon gegen Leipzig so und da muss man halt noch ein bisschen ich betone dran mal, werkeln. Dass die Spieler vielleicht einfach Zeit brauchen, um sich mental an die Bundesliga zu gewöhnen, an die Geschwindigkeit, die da abgeht. Mein Viertel des Spiels war so Benito Rahman tatsächlich. Der war sehr aktiv, der traf aber leider beim Umschaltspiel auf die falsche Entscheidung. Das hatten sie gefühlt alle. Ob Duksch vorne drin war, ob Hennings vorne drin war, ob dann Gieselmann vorne drin war, ob dann Zimmer mit vorne reingerückt ist. Das einzige Mal, ich glaube, wenn Zimmermann wirklich mit vorne drin war, die zweimal, der hat die richtige Entscheidung getroffen. Da kommen die wahrscheinlich zugute, dass er letztes Jahr bei Stuttgart das eine oder andere Spiel auch gemacht hat. Aber dort war dann halt dann RR Zieler am Start und hat die Bälle gehalten. Ja, bei mir, ich mache meine Fortuna des Spiels Wertung, mache ich zu Spieler des Spiels und muss wirklich nochmal Ron-Robert Zieler loben, weil ja, das war einfach
viel zu gut. Das darf da nicht gegen Fortuna. Ja, größten Respekt für diese Leistung und für die Null, die er gehalten hat. Jetzt haben wir natürlich dann noch zum nächsten Spiel zwei Spiele, die auch noch auf der Fragezeichenliste stehen. Weil zum Beispiel Kenan Karaman, der hat sich im Abschlusstraining Muskelfaserriss zugezogen, Oberschenkel. Und Raphael Wolf laboriert so ein bisschen an Rückenproblem. Micha, jetzt ist das nächste Spiel gegen Leverkusen. Gegen Leverkusen. Die haben bis jetzt auch noch nicht viel gerissen. Die spielen morgen erst gegen Mainz. Wenn das erscheint, wird das Spiel zwar vielleicht um sein, aber da wissen wir noch nicht das Ergebnis. Also die stehen auf jeden Fall unter uns, Leverkusen, egal ob die jetzt gewinnen oder verlieren. Wie schätzt du Leverkusen, das Spiel gegen Leverkusen ein? Denkst du, wir könnten haben da eine Chance, sie zu ärgern, weil die offensiv nach vorne spielen müssen und wollen, weil die wollen ja aus der Krise raus? Leverkusen hat bis jetzt eindeutig unterperformt und die gehören auf jeden Fall weiter nach oben in der Tabelle. Aber Fortuna hat gegen Hoffenheim und Leipzig gezeigt, dass sie eigentlich auch mit stärkeren Gegnern gut mithalten können. Und wenn man dann ein bisschen Glück hat, wie gegen Hoffenheim, kann man sogar gewinnen. Aber wie bei jedem Spiel eigentlich, es wird ein hartes Stück Arbeit. Ja, man muss halt ein Quäntchen Glück haben und dann trotzdem hart arbeiten. Und ich denke mal, ein Sieg ist eigentlich drin mit den Fans im Rücken. Aber dann muss halt alles passen und mein Tipp für das Spiel wäre ein 1:1. Ich tippe einfach mal, dass Fortuna gewinnt mit einem Tordifferenz. Ob es jetzt ein 1-0 ist oder ein 2-1, weil Leverkusen ist jetzt auch nicht so krass im Moment, was ihre Offensive angeht. Die schwimmen da momentan in allen Ecken. Die Frage ist halt nur, wie wird Heiko Herrlich jetzt spielen lassen? Lässt er die jetzt eher defensiv auflaufen und sagt, komm Leute, wir bleiben hinten stehen, wir versuchen zu pressen und dann versuchen wir zu umzuschalten, damit er die schnellen Stürmer, die er hat, ausnutzen kann? Oder versucht er, das Spiel aufzuziehen und sagen, wir müssen da mit breiter Brust rangehen und wir müssen jetzt dominieren mit Ballbesitz, mit Kontrolle gegen Fortuna Düsseldorf. Mit dem Wissen, dass wenn wir kontrollieren und weit aufrücken, Fortuna Düsseldorf mit den schnellen Spielern wie zum Beispiel Biturama, Dux oder Zimmer halt dann sich auf dieser Linie bewegen, so wie Mexiko bei der WM, und dann halt mit langen Bällen oder kurzen, präzisen Pässen man durch ist und dann in 1:1-Situation mit dem Torwart ist oder noch einen defensiven Spieler dabei hat, ist halt die Frage, wie Leverkusen spielen wird. Das ist, weil die halt unten drin stehen. Ich glaube, viel davon wird abhängen, ob man jetzt gegen Mainz gewinnt oder nicht. Wenn man gegen Mainz gewinnt, denke ich, kommt das eher Fortuna zugute, weil Leverkusen dann eher offensiver agieren wird. Man möchte dann eher bestimmen. Verliert man aber gegen Mainz oder holt nur ein Pünktchen, dann denke ich, dass man sich vielleicht doch eher ein bisschen eher einigelt und wir dann so ein Spiel erleben werden, tatsächlich wie gegen Leipzig das war, dass wir mitgespielt haben mit einem Champions-Ligisten, die aber in gewissen Situationen halt ihre Qualität zeigen konnten. Ja, ich glaube, Leipzig sage ich schon, ich glaube, Leverkusen wird gegen Fortuna auf jeden Fall offensiv spielen. Weil als Leverkusen musst du eigentlich gegen Fortuna Düsseldorf als Aufsteiger 2-3-0 gewinnen, denke ich mal, ist zumindest die Denke, die haben werden. Und genau das kommt ja Fortuna zugute, dass die dann schön Leverkusen aus... Also, weil defensiv steht Fortuna eigentlich ganz ordentlich. Und dann, wenn man dann die Konter noch besser ausfährt, dann glaube ich schon, dass man Leverkusen auch gut ärgern kann. Und ich glaube, mit einem Punktgewinn gegen Leverkusen kannst du Leverkusen auch schon gut genug ärgern. Ein Sieg wäre dann natürlich die Kirsche auf der Sahnehaube, Sahnetorte, irgendwas mit Sahne. Kurz noch dazu, ich denke mal, wahrscheinlich wird so ein Mittelding, was Leverkusen machen wird. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall müssen wir eher auf uns selbst gucken und gucken, dass wir uns da die Punkte irgendwer spielen. Im Moment spielen wir nicht so wie ein Aufsteiger. Momentan spielen wir, als wären wir in der Bundesliga. Also drücken wir die Daumen, dass es auch weiter so bleibt. Die Rest der Saison, 4 Spieltage sind um. Und das war Folge 46. Und ich möchte mich gerne mit dem Zitat von Dodi Luke Bacchio verabschieden. Beim Klassenhalt gebe ich einen aus. Ja, ausgeben ist immer gut. Wollen wir noch irgendwas über das Thema ausverkauftes Stadion sagen oder ist da eigentlich alles gesagt? Ich muss jetzt nicht mehr über das Stadion quatschen. Es ist so, wenn es ausverkauft ist, ist es ausverkauft. Wenn nicht, dann nicht. Ich brauche auch keinen Trainer, der mir sagt, das muss ausverkauft sein. Ich denke, wenn Fortuna weiterhin so spielt und dass die Saison so halten kann, auch wenn die Ergebnisse vielleicht nicht immer stimmen,
Und man dann am Ende das Spiel irgendwie am Ende auf Platz 12, 13, 14 endet. Und man trotzdem immer gemerkt hat, die Mannschaft hat Willen, die Mannschaft hat Bock, die Mannschaft will Gas geben. So wie das früher mal in der Regionalliga oder zum Teil in der zweiten Liga war. Als man dann auf einem Zuschauer hoch war. Dann werden auch Zuschauer wieder kommen, weil die merken, ah, die Mannschaft engagiert sich, die gibt Gas, die sehen guten Fußball. Auch wenn vielleicht das Ergebnis nicht immer stimmt, aber die Mannschaft bemüht sich, die gibt Gas, die hat Bock. Ich wiederhole mich. Aber dann wird es wahrscheinlich wieder voller. Und es ist halt auch, die Menschen, es gibt halt einen Grund an Fans, die haben halt grundsätzlich Bock auf Fortuna. Ungefähr 25.000 wären das. Genau, dann gibt es Menschen, die gerne dahin wollen würden, aber sich halt nicht die Zeit zu haben, die werden auch nicht dahin gehen. Und dann gibt es halt Menschen, die in Stellung gehen würden, wenn die sagen, oh, ja, jetzt muss ich mir wie so ein Krampe angucken, dann gehen die nicht dahin. Aber wenn die da hingehen und sagen, ah, da kann man einen guten Fußball sehen und das Spiel wird spannend, weil die Mannschaft mal grundsätzlich mithält und mal gewinnen sie, mal verlieren sie, aber die immerhin siehst du eine Mannschaft, die geben Gas, die haben Moral und Morales. Und dann geht's halt los. Dann denke ich, es wird das Stadion voll. Ich würde mir da mal keine Gedanken drüber machen. Guck dir Berlin an. Die sind seit gefühlt 10 Jahren spielen die erste Liga, die waren einmal unten. Die spielen seit 2 Jahren, seit da leider spielen die zwar nicht immer den besten Fußball, aber die stehen recht oben in der Tabelle, waren in Europa dabei und trotzdem haben die nur 20.000 in diesem fucking Olympiastadion drin gehabt. Ja, weil ich denke auch, dass es komplett verständlich ist, dass die Leute eher motiviert sind, gegen Schalke ins Stadion zu kommen, weil gegen Schalke wird auch ausverkauft sein, weil sich da so die Leute um die Karten prügeln. Grundsätzlich gegen die Top-Teams. Ja, also und ich denke, aber Schalke ist halt auch ein richtig geiler Gegner, sage ich mal. Und bei allem Respekt Augsburg gegenüber, aber Augsburg ist halt immer noch gefühlt eine Mannschaft, die halt frisch in der Bundesliga ist, obwohl es halt nicht stimmt. Aber trotzdem denke ich... Seit 10 Jahren da, aber... Ja, vielleicht nicht 10, aber ich glaube 6 bis 8. Aber... Das klingt halt trotzdem anders und ob man jetzt gegen Augsburg und Hoffenheim spielt und Leute, die halt, sag ich mal, jetzt nicht unbedingt die Kohle haben oder nicht die Zeit haben, die denken sich dann, ah, Augsburg, ah, Hoffenheim. Und gegen Schalke kann ich mir schon vorstellen, dass dann Leute denken, ja, okay, ich muss jetzt zum Geburtstag, aber dann denken die sich, ah, ist mir egal, dann gehe ich halt, gegen Schalke gehe ich ins Stadion. Also, dass man gegen Schalke motivierter ist, halt ins Stadion zu gehen, als gegen so kleinere Namen, sag ich mal. Und Schalke bringt halt auch Fans mit, die dann halt natürlich auch nochmal dazu zählen. Dann kommt halt Hoffenheim, bringt 180 Leute mit. Dann kommt, also ich muss ehrlich sagen, von Hoffenheim war ich überrascht, weil das waren, glaube ich, schon 1000 Leute. Die haben an der Tageskasse massiv verkauft. Aber wenn du dir bei Fortuna die Auswärtsfahrten anguckst, dann geht meistens das komplette Kontingent drauf. Ja, weil Fortuna ist halt so, die haben halt so diesen festen Stamm an Auswärtsfans oder also halt diese 25.000 Leute, die zu Heimspielen kommen, fest, egal welche Liga. Und dann hat man halt diese Auswärtsfans, wo gemeckert wird, dass gegen Leipzig nur 1.000 Leute fahren für eine Strecke, wo man 5 Stunden hinfährt. Und dann meckert man, dass nur 1.000 Leute mitfahren, weil halt boykottiert wird. Andere Bundesligisten wären halt froh, wenn halt 1.000 Leute irgendwie zu einer Auswärtsfahrt, wo man 5-6 Stunden hinfahren muss, mitfahren würden. Ich glaube, Fortuna hat eine gute Auswärtsfahrtszene. Ihr könnt uns gerne auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr darüber denkt. Ich finde lustig, dass wir eigentlich nicht über das Thema reden wollten und gefühlt seit 10 Minuten doch über das Thema reden. Ja, deswegen wollte ich es gerade so ein bisschen abmoderieren. Okay. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und uns wieder zugehört habt zu der Folge 46 von Megafon 95 der Fortuna Fußball Fan Talk. So, ja. Ihr wisst, was zu tun ist. Geht in eure Facebook, Twitter, whatsoever-Leiste und teilt diese aktuelle Folge, bewertet sie, schreibt einen Kommentar darunter. Like us on Facebook, follow us on Twitter, gebt uns den Daumen nach oben auf YouTube, empfehlt uns gerne weiter über das Share-Tool in Facebook und Twitter. Kommentiert gerne die Folge, bewertet uns auf iTunes, das hilft super sehr, oder in welchem Podcatcher ihr uns auch hört. Ihr würdet uns weiter an euren Opa, an eure Freundin, eure Mutter, eure Tochter, wen auch immer. Deine Mutter. Jetzt habe ich dich aus dem Flow gebracht. Ne? Nicht ganz, aber es ist schon okay. mit dabei war natürlich der Micha, der Schwensky 8. Ich bin der Mo, der Wampendribbler. Und schöne Woche wünschen wir euch noch. Auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal.